Ein Wunschsystem oder Wunschformation hat natürlich jeder. Es kommt immer darauf an, welches Spielermaterial man hat. Und da haben wir einfach geschaut, dass wir flexibel aufgestellt sind, dass der Trainer in 3-5-2, in 4-3-3, in 4-2-3-1 spielen kann. Weil im Laufe der Saison ist es einfach so, Spieler sind verletzt, Spieler sind gesperrt, Spieler sind in einem Formtief, dass der Trainer da oder das Trainerteam da einfach reagieren kann, damit wir jeden Spieltag dann die beste Elf aufs Feld schicken können. Aber wir hoffen einfach, dass wir mit einer gewissen Auslastung dann die Saisonspiele bestreiten dürfen, weil uns die Revierkrafttribüne, alle anderen natürlich auch, aber besonders die Revierkrafttribüne schon gefehlt hat. Und natürlich haben die Fans uns gefehlt. Und wir hoffen, dass dann alle wieder in Schaltung kommen können, damit wir zusammen einige Siege und Erfolge feiern können. Wir gehen davon aus, dass wir unter bestimmten Auflagen, die wir noch gar nicht benennen können, wahrscheinlich Maske oder Abstand, irgendwas wird kommen, ein Drittel Kapazität nutzen können des Stadions. Das wären dann bei uns immerhin 5000 Leute. Wer Dauerkarte hat, kommt auf jeden Fall als erstes rein mit der Anzahl, die wir dann dürfen. Ich wünsche mir natürlich ein Heimspiel und hätte auch nichts dagegen, wenn wir die Saisoneröffnung hier feiern dürften. Und wer da der Gegner ist, ist mir eigentlich relativ egal. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und lassen wir uns mal überraschen.